eine normale Seele erhalten. Eine normale Seele halten. Das ist eine Axt. Feuersatz halten. Okay. Speichern wir. Nicht, dass uns die Hexe auch noch in ein Monster verwandelt. 1990 Filar erhalten. Feuersatz erhalten. Heiltrank erhalten. Silan. Okay. Oh, ein Besuch in meinem bescheidenen Heim. Interessante Haarfarbe. Was? Ja, schöne Farbe, oder? Ich färbe sie mit einem Extrakt aus blauen Rahmenblumen und einer seltenen Art von Schmetterlingen. Aber ihr seid sicher nicht hier für ein Haarfärbemittel, oder doch? Wieso lebt eine Frau wie du so allein mitten in einem Sumpf? Wieso sollte ich nicht? Hast du keine Angst vor Vampiren? Nein, wieso sollte ich? Beantwortest du jede Frage mit einer Gegenfrage? Nun, hör zu! Ich bin gern gastfreundlich zu Leuten, die so etwas wie Respekt und Anstand kennen. Doch habe ich keine Probleme damit, mich gegen irgendwelche Monster oder Gesindel zu wehren. Sonst wärst du wohl schon nicht mehr hier, nehme ich mal an. So ist es. Doch keine Sorge. Ihr habt nichts zu befürchten, solange ihr wisst, wie man sich benimmt. Wollt ihr vielleicht etwas kaufen? Ich brauche keine Tränke. Tränke? Welche Art? Liebestränke und sein Unsinn? Liebestränke? Ha! Ja, natürlich. Aber ich hätte nicht erwartet, dass ihr jemand seid, der da noch fragen würde. Schon gut. Eigentlich haben wir hier noch einen zerfetzten Mantel voller Sumpfmatsch und einen blauen Schmetterling. Da fehlt das T bei zerfetzten, also das zweite T. Habt ihr das? Und? Du erwähnst, dass du deine Haare mit dem exakt das blauen Schmetterling färbst. Und das hier ist ein Sumpf voller Matsch. Zufall? Zeig mir doch bitte den Mantel. Hier. Ah, ich erinnere mich. Der Mantel gehört einer Frau, die mich um ein Gift bat, das ich herstellen hätte können. Allerdings wollte sie nicht bezahlen. Sie wollte nicht bezahlen? Was passierte stattdessen? Sie bedrohte mich mit einem Schwert. Eigentlich hätte ich ihr mit einem Zauber die Augen aus den Augenhöhlen brennen sollen. Aber für diesen Frevel habe ich mir etwas Besseres ausgedacht. Also hast du stattdessen sie in ein Monster verwandelt, richtig? Das ist richtig. Habt ihr sie etwa gesehen? Während ich ihr ein Gift gemischt habe, sprach ich einen Zauber, der sie innerhalb von Tagen in ein hässliches Monster verwandeln sollte. Und sie dachte noch, mein Zauber gehört zum Herstellungsprozess des Gifts. Ha! Wir mussten das Monster töten, weil es die Menschen in einer neuen Stadt bedroht hat. Nun, was hättet ihr an meiner Stelle getan? Ihr einfach das Gift gegeben, nachdem sie mich mit ihrer Klinge bedroht hat? Deine Art und Weise hier ist trotzdem falsch. Ist das so? Was bewegt euch, eine solche Einschätzung zu treffen? Du bist ein Monster, ich dachte auch sogar. Gut, weil Aske hätte nicht genauso gehandelt, aber ähnlich. Er hätte sie wahrscheinlich getötet, ausgesaugt, ausbluten lassen, in einen Vampir verwandelt, zum Diener gemacht, irgendwie hätte sie so gefangen genommen, keine Ahnung. Aber Aske hätte sich das auch nicht gefallen gelassen, also ich hätte auch so gehandelt. Ich verstehe das. Du warst sogar noch ziemlich gnädig. Ich hätte dir direkt meinen Säbel ins Herz gestoßen. Warum wundert mich das nicht? Nun, dann wäre das hier geklärt.
Falls ihr noch etwas kaufen wollt, sprecht mich noch einfach nochmal an. Menschlichkeit gestiegen. 56.100 Erfahrungspunkte erhalten. Gestiegen, Leute. Damit hätte ich jetzt nicht so ganz gerechnet. 90 Menschlichkeit, Leute. Wir sind seit Beginn der Aufnahme mit 2 Menschlichkeit dazu gewonnen. Sehr schön. Kommt und kauft ein paar Tränke. Alchemistenfeuer. Großes Alchemistenfeuer. Verursacht immer 400 mal Runenmacht Feuerschaden. Das sind an allen Gegnern. Nicht an einem, sondern an allen. Und auch noch 100 Punkte mehr. Kaufen wir auch. Trank der Ewigkeit. Blutpastete. Kaufen wir auch mal. Heilt nahezu alle negativen Zustände und gibt 300 Blutpunkte. Belebt keine starren gefallenen Vampire. In starre gefallene Vampire. Und Heilelixier. Ja, sehr schön. Ja gut, dann hätten wir das auch. Dann sind wir da fertig, Leute. Dann haben wir jetzt nur noch die Hauptquest, die 2 Hilfen und Ästhetik und Schönheit, wo wir jetzt eine Gemälde noch suchen, wo ich glaube, dass es in einem der Schlösser ist. Ja, sehr schön. Wie sieht es dann weiter aus? Haben wir noch einen? Wir haben noch einen übersehen, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mehr als 3 übersehen haben, aber offenbar haben wir das. Oder habe ich das? Hier.
Dann wollen wir doch mal sehen, wie stark die Monster hier sind. Oh, den habe ich nicht gesehen. Eine Mantis, schwache Seelen? Fragezeichen. Nein. Normale Seele? Ja, normale Seele. Zwei normale Seelen erhalten. Okay, da würde es wohin gehen. Da links habe ich jetzt nicht übersehen, oder? Nein. Gehen wir da einfach mal rüber. Eine Radus-Wespe. Eine normale Seele erhalten. Da gehen wir doch nicht hoch. Okay, ich glaube, ich möchte doch erstmal den anderen Weg nochmal gehen, bevor wir hier weitergehen. Zwei normale Seelen erhalten. ...1844 Filar erhalten. Okay. Heiltrank erhalten. Es auch noch mal weitergehen. Blutflasche halten. Hier wird Weizen angebaut, aber da oben ist ein Karren voller Kürbisse. Okay, wem gehört dieses Haus? ...823 Filar erhalten. Rüstung des Gardos erhalten. Stärkt die Vitalität des Trägers. 20% Blut und Lebenspunkt. Ja, geil! Plus 20% Blut und Lebenspunkte. Das ist der Hammer. Möglichst Erstschlag. 5% Ausweichen. 216 Abwehr, was definitiv mehr ist als die Vampirjägerrüstung. Und mehr Blut und Leben. Dafür aber kein magischer Angriff mehr. Am minus 26 magischer Angriff. Das ist ja aber blöd. Der Erstschlag ist, glaube ich, sowieso egal. Aber Leben und Blut, das gefällt mir schon sehr, Leute. Das machen wir. Gefällt mir. Oh, oder Mona. Ah, die kann ja nicht. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Hier ist das Buch Vampir-Etikette Band 3. Die Abgrenzung zum Pöbel. Ich kann diesen Blödsinn von der Vampir-Etikette wirklich nicht mehr hören.
eine Katze. Okay, wer bist du? Dann Tilla. Besuch! Wer seid ihr? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Keine Sorge, wir sind nur ein paar Reisende, die hier zufällig vorbeigekommen sind. Na schön, ihr Vampire seht ihr nicht aus. Darf ich euch etwas was anbieten? Vielen Dank, aber wir sind im Moment nicht durstig. Naja. Lebt ihr hier ganz allein? Habt ihr keine Angst? Nun, hier ist es sicherer für mich als in den Städten. Ich habe schon unzählige Geschichten gehört, wie die verdammten Vampire die Stadt nach der anderen erobern und keine Überlebenden zurücklassen. Ja, um die Vampire haben wir uns gekümmert. Ich denke, es ist sicherer, sich irgendwo zu verstecken. Ich habe dieses Haus vor etwa 8 Jahren gekauft und denke, es ist weit genug von allen Städten weg, dass mich hier so schnell kein Vampir finden kann. Das stimmt, wir haben fast 300 Folgen gebraucht, um sie zu finden. Irgendwann ist immer das erste Mal. Ich lebe jedenfalls schon länger als viele Menschen, die sich in den Städten dieser Welt in Sicherheit gewiegt haben. Der Heilige Kreuzzug kann nicht überall sein. Und die verdammten Vampire werden mehr und mehr. Ja, das ist wirklich tragisch, wie viele Menschen schon ihr Blut gegeben haben. So ist es. Und daher bleibe ich hier, zusammen mit meinen Katzen. Und schreibe meine Bücher. Welche Art von Bücher schreibt ihr denn? Nun, ehrlich gesagt wird das meiste nicht veröffentlicht. Ich schreibe hier, um meine Kreativität freien Lauf zu lassen. Aber mein letztes Buch handelt von einem Vampir, der seine Liebe zu einem Menschen entwickelt und sich am Ende für seine Geliebte opfert. Ja, das ist wirklich originell. Was soll das dämliche Grinsen, Asuka? Es ist ja auch ein Liebesroman, aber vermutlich habt ihr recht, ich sollte etwas anderes schreiben. Irgendwas mit zerfetzten Leibern, da fällt schon wieder das Tier, Leute. Leibern und rausgequollenen Gedärmen. Sowas verkauft sich heutzutage sicher blendend. Ja, genau. Bitte entschuldigt mich jetzt. Ich muss an meinem Skript arbeiten. Wovon könnte nun mein nächstes Buch handeln? Wie bereits gesagt, irgendetwas mit viel Blut und jeder Menge Leichen. Ja. Noch eine Katze. Trank die Ewigkeit erhalten. Da ist das letzte Bild. Hier in der Bild von Yelaine. Wir haben es nicht übersehen, Leute. Die Haare sind sehr detailreich gemacht. Fast als hätte wirklich jemand für jedes Haar einen einzelnen Farbstrich gemacht. Das nehmen wir für Lauriana mit. Gemälde Nummer 5 verhalten. Damit haben wir alle Gemälde, Leute. Dienertum und Sklaverei. Eine Interpretation der Unterschiede. Brauche ich nicht. Für mich ist das einerlei. Stimmt. Asuka ist das egal. Beide tun seine Arbeit, die er möchte. Jede Menge Bücher über das Halten von Haustieren. Was sollte uns das über den Besitzer hier sagen?